Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder einen meiner liebsten Gäste zugeschaltet, leider wieder nicht physisch hier im Studio, sondern immer wieder über Zoom, aber diesmal nicht aus Bolivien, wo er immer wieder gerne ist, heute aus Deutschland. Es ist niemand geringer als der Dr. Karl J. Probst. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Probst. Vielen Dank, Herr Glock, für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich auf die Reise mit Ihnen jetzt gerade wieder, weil ich bringe nur so ein Stichwort und dann legen wir zwei los und das ist immer schön und gut. Und für diese inspirierenden Momente möchte ich mich jetzt schon ganz herzlich bedanken, Herr Probst. Das Vielen Dank, Herr Glock. Ist immer wieder eine Ehre. Ich möchte gerne mal die Situation Depression und Ängste ein bisschen beleuchten, speziell Ängste. Ich hatte viele Diplompsychologen in letzter Zeit bei mir, die sehen da eine ziemlich schlimme Situation voraus, eine depressive Stimmung, aber auch eine, die sehr stark mit Ängsten konfrontiert ist. Und alle sagen, das macht sehr vieles mit unserem Immunsystem, Krankheiten und. Und ich denke, Sie als naturheilkundliche Experte werden sicher Wege wissen, wie wir uns alle eigentlich im Vorfeld jetzt stärken könnten, damit überhaupt das Fass nie zum Überlaufen kommt. Und hier möchte ich Sie gerne bitten, mir ein bisschen was zu erklären. Ja, das ist eine sehr schöne Einleitung. Genau so ist es. Und natürlich diese Psychoneuroimmunologie, wir haben ja immer schöne Begriffe, schöne Schlagworte. Und es ist in der Tat so, seit über 40 Jahren arbeite ich ja als Arzt. Also nicht als Mediziner, sondern als Arzt versuche ich zu arbeiten. Und da ist es so, dass man tatsächlich eigentlich ganz schnell gewahr wird, wenn man merkt, dass die ganzen Krankheiten eigentlich psychischer Natur sind. Das ist eine Vermischung von körperlichen und psychischen Gegebenheiten. Aber die heutige Medizin ist in meinen Augen eine totale Entgleisung, wenn man eben immer nur auf irgendwelchen biochemischen Parametern oder irgendwelchen bildgebenden Verfahren, da glaubt man irgendwie den Ursachen auf der Spur sein zu können. Und das ist natürlich nicht richtig, sondern man müsste anfangen an der seelischen Seite. Wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Zum Beispiel, also gerade mein Liebling, ich habe ihn wieder hier hingelegt, da habe ich ja in jeder Sendung, der cherubinische Wandersmann von Angelus Silesius, gell? Und der hat das sehr schön gesagt, je mehr ein Mensch sich freut auf zeitliche Ehre und Gut, je weniger hat er zu ewigen Dingen Mut. Je mehr hingegen er wartet auf die ewigen Dinge, je mehr und mehr wird ihm das Zeitliche geringe. Und weil wir natürlich total uns nur noch vom Diesseits haben gefangen nehmen lassen, das sehen Sie heute an den Leuten, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, nicht das Handy, Herr Glock, reden Sie durch weiter, ich bin ganz bei Ihnen. Ja. Und je mehr wir uns kapern lassen von dem Diesseits und eben immer mehr in dem Lärm der Welt versinken, umso mehr kommt es eben dann zu diesen seelischen Entgleisungen. Und insofern kann man, wenn man jetzt schon dabei ist und diesen Bogen spannen möchte, kann man eigentlich dieser Covid-Panik, die da gemacht wird, eigentlich noch was Positives entnehmen. Denn es ist sozusagen wie so eine Art Scheideweg für diejenigen, die versuchen, den Weg nach innen zu gehen. Wie auch Angelus Silesius so schön sagt, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg. Das Wesen, das besteht. Und die Unwesentlichen, die dauernd da draußen sich verlieren müssen, die werden halt in irgendeiner Form dann mit oder ohne Impfungen halt eben aussortiert oder auch einsortiert, wo sich's hingehört. Und die anderen, die den Weg nach innen gehen, die werden mit hundertprozentiger Sicherheit weitergehen und werden auch gesund und gut durchkommen, weil sie eben psychoneuroimmunologisch ihr Immunsystem nicht dauernd durch unnötige Ängste schädigen lassen, durch eine verfehlte Ernährung. Ja, die eben der Schlaf-Wach-Rhythmus ist ja bei den meisten durcheinander. Ich habe so viele Patienten, gerade in Südamerika, die müssen die ganze Nacht dann vor allem am Wochenende in der Diskothek rumhopfen und auf der Suche nach einem Ehepartner. Ja, da kann man ja schon auch sich fragen, was ist das für ein Geisteskind, der da einen Ehepartner, wo ich die Mutter meiner künftigen Kinder, die suche ich da in der Diskothek. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, in der Tat, dieses psychische Moment, das ist das A und O, damit wir durch diese schwierigen Zeiten wirklich gut durchkommen. Und da ist natürlich eben Abkapselung, fällt mir gerade ein, das habe ich mal in einem Newsletter vor einigen Jahren, also wer von den Zuschauern den kostenlosen Newsletter noch nicht abonniert hat, sollte sich den abonnieren.
Und da habe ich darauf geschrieben, das auch mal beschrieben. Also das Wort interessant, also interessant, Interesse, ist ein direkt original lateinisches Wort. Inter ist dazwischen und esse ist sein und essant, grammatikalisch gesehen ist ja das Partizip Präsens, also interessant ist das Dazwischenseiende. Und immer dann, wenn ich da jetzt mich so interessiere, hast du gesehen, da ist ein Unfall passiert und da hat ein verrückter Ehemann seine Frau geschlagen. Das sind interessante Dinge für unseren äußeren, vergänglichen Menschen. Und je mehr wir uns in dem Interessanten verlieren, das Wort sagt es schon, da baue ich zwischen mir und dem unendlichen Unsichtbaren, unserem eigentlichen höheren Selbst, bauen wir da eine Schranke auf. Und deswegen sind die meisten Menschen entwurzelt. Die sind gar nicht mehr verbunden mit sich selber. Die identifizieren diesen Fleischklumpen jetzt hier als, also ich bin zum Beispiel Karl Probst, ja, aber das ist natürlich nur die äußere Hülle. Ist nicht das wahre Selbst. Und mit solchen Dingen sollte man sich befassen und dann kommt man souverän durch alle Wechselfälle des Lebens, sei es nun halt irgendwelche Unfälle oder Covid oder Depressivität. Depressivität habe ich in diesen 42 Jahren, die ich jetzt arbeite als Mediziner, als Arzt, beobachten können, das ist immer ein Entwurzelungssymptom. Also mangelndes Gottvertrauen und Entwurzelung von mir selbst. Dann bin ich natürlich verletzlich, dann kann man mir Angst einflößen, Angst vor Covid, Angst vor Unfällen. Das sehen Sie ja auch schon an der Explosion der ganzen Versicherungen. Schon kleine Kinder, die werden geboren und dann haben wir schon eine Ausbildungsversicherung. Wenn sie dann Medizin studieren oder was auch immer, dann müssen sie dann ja auch ein paar Tausende haben. Und die Versicherung wird dann von den Eltern schon abgeschlossen. Dieser ganze Wahn, möchte ich das mal fast bezeichnen, der ist direkter Ausfluss dessen, dass wir dauernd den interessanten Dingen dieser Welt hinterher hecheln und dass wir eben uns dauernd mit Äußerlichkeiten, mit Überflüssigkeiten, mit zeitlichem Tand ablenken lassen von den wahren Weltgeschichten. Ich sage das auch in einem anderen Wort immer so, wir orientierten uns lange Zeit in der Scheinwelt statt in der Seinwelt. Und ich glaube, die Corona-Phase gibt uns die Chance, jetzt mehr mit uns selbst zu beschäftigen, das Glück im Innen zu suchen, statt im Außen zu suchen. Und gehen wir in das Wort Entwurzelung rein, darum habe ich es mir gerade aufgeschrieben, das fand ich jetzt ganz gut. Jegliche Form von Depressionen sind nach Ihren Erfahrungen eine Entwurzelung. Ja, also ganz genau. Es fällt die Scheinwelt in sich zusammen, hä? Ja. Haben wir ja jetzt auch. Die Scheinwelt ist in vielen Dingen zusammengefallen. Leute haben Angst um ihre Einkommen, Leute haben Angst um ihr Prestige, Leute haben Angst um ihre Gesundheit und. Und denen fehlt alle die tiefe Wurzel und Vertrauen zu ihrem eigenen körperlichen Immunsystem, oder? Absolut, genau so ist es. Mhm. Und da kommen wir zu einem wunderschönen Buch. Ich habe es in einem, ich glaube, im vorletzten Interview hatte ich das auch schon mal erwähnt, von dem amerikanischen Milliardär, also nicht Millionär, sondern Milliardär, Michael A. Singer. Der hat ein wunderschönes Buch mit dem Titel sogar geschrieben, Die Hingabe an das Unendliche. Also die deutsche Übersetzung ist das Prinzip Hingabe, The Surrender. Jawohl. Diese Hingabe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, oder wenn Sie an die alten Gebete denken, aus dem 14. Jahrhundert gibt es ein wunderschönes, kurzes Gebet, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Dass wir aufhören, dauernd unseren eigenen Willen, der ja immer nur beschränkt sein kann, durchsetzen zu wollen, sondern dass wir eben Gott es machen lassen, wie er es für richtig hält. Mhm. Also in Gesundheit, in Krankheit, mit Covid, ohne Covid. Das ist eigentlich das Wichtige, dass wir eben die Depression eben vermeiden. Einen Punkt habe ich ja eben schon erwähnt, dass wir uns nicht dauernd von den Veräußerlichungen ablenken lassen. Und das Zweite, was ich zu diesem Thema zu sagen hätte, habe ich auch schon seit über 40 Jahren beobachtet. Es gibt aus dem Reiche der Natur, aus der Apotheke Gottes, gibt es fantastische Mittel, um diese innere Gelassenheit und Abgeschiedenheit eben auch unterstützend erreichen zu können. Und da gibt es verschiedene Dinge. Das ist einmal die Melisse, das ist dann eben Hopfen natürlich auch, die Passionsblume gehört dazu. Das sind so die wichtigsten Pflanzen. Wenn man die nimmt,
wird die Seele sozusagen abgeschirmt, sodass wir gar nicht mehr von diesem Stresssymptom überwältigt werden, dass wir gar nicht mehr von der Depression vereinnahmt werden können, sondern dass wir mit einer heiteren inneren Gelassenheit durch das Leben hindurchgehen. Und vor allem, was ich auch beobachten konnte, dass die Menschen dann nicht dauernd in der Vergangenheit und in der Zukunft sind. Das ist ja das Hauptproblem der Gedanken. Die Gedanken tragen uns ja immer aus dem Hier und Jetzt weg, entweder in die Vergangenheit, was da alles schiefgelaufen ist, mein Leben ist ja so voller Drama, oder in die Zukunft, ja, was wird wohl morgen sein, was wird in einem Jahr sein, werde ich noch einen Ehepartner finden und lauter solche Dummheiten. Und was ich beobachten konnte, dass gerade eben die Passionsblume, mit der habe ich mich ganz besonders befasst, schon eigentlich während des Studiums bereits, dass diese Pflanzen die Eigenschaft haben, dass sie uns aus den Gedanken herausziehen, mehr in den Gefühlskörper, also in die Sentimentalität, in die Emotionalität, und dass sie uns dann in das Hier und Jetzt verbringen. Und nur im Hier und Jetzt können wir auch glücklich und stabil sein. Nicht in der Vergangenheit, die ist sowieso schon vorbei, und auch nicht in der Zukunft, die können wir auch nicht beeinflussen. Das ist also ein ganz, und wenn nebenbei bemerkt, da darf ich wieder Schleichwerbung machen für den Angelus Silesius. Unzählige Sprüche kreisen um diesen Gedanken, ja, dass der Weise lässt es eben machen, wie es Gott für richtig hält. Schluss. Keine weiteren Energien, negative, sind ja meistens dann negative Energien. Die Gedanken können immer nur negative Projektionen machen. Sondern, dass wir dann mit heiterer Gelassenheit von Augenblick zu Augenblick uns führen lassen. Eben wie die alten Römer schon gesagt haben, um nicht immer nur biblisch hier zu zitieren, der alte Lateinerspruch, Vater volentem ducunt, nolentem trahunt. Also die wollen, werden vom Schicksal an der Hand genommen und geführt. Und die halt eben rebellisch sind und nicht wollen, die werden vom Schicksal hinterhergezogen, ob du willst oder nicht. Und zwar in die Richtung, die das Schicksal vorgibt. Nicht unser kleiner Spatzenverstand da oben. Mhm. Ich finde das ganz toll. Sie haben Melisse, Hopfen und Passionsblume gesagt, um den Seelenschutz zu stärken. Passionsblume nimmt meine Frau, habe ich gar nicht gemerkt oder gar nicht gewusst. Ich nehme den Hopfen, aber so in flüssiger Form, das Bier. Ja, durchaus legitim, legitim, völlig, ja klar. Genau, Seelenschutz wusste ich gar nicht. Aber wenn wir jetzt so einen Seelenschutz ein bisschen aufbauen, was wir jetzt eigentlich alle ein bisschen mehr benötigen, vermutlich auch, wenn so viele schlimme Sachen um uns herum passieren. Irgendwo müssen wir aber auch noch ansetzen, unsere Gedanken zu fokussieren. Passiert das alleine schon allein aus dem Aspekt, dass wir den Seelenschutz haben, uns mehr ins Jetzt begeben, weg vom Morgen und Gestern? Oder haben Sie da auch noch irgendwelche Empfehlungen, wie wir diese Denkzentrale hier oben, die ständig irgendwie... Ja, das ist ein ganz trauriges Kapitel, was Sie da jetzt ansprechen. Und das hängt natürlich mit insgesamt dem Zeitgeist zusammen. Der ganze Zeitgeist, wenn Sie jetzt an die Schule denken, da werden ja schon die Kinder darauf trainiert, eben die Gehirnaktivität, das Denken, das rationale Denken. Also 2 und 2 ist 4 und 4 und 4, das ist irgendwas 7 oder 8 oder so. Ja, das muss getrainiert werden. Und da wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, die meisten Menschen gar nicht mehr abschalten können. Das geht schon in der Schule los, denn ich muss ja meine Zeugnisse bekommen, ich muss ja in die nächste Klasse versetzt werden. Und das geht dann progressiv weiter auch im Berufsleben. Die Leute können gar nicht mehr zu sich selber finden. Und dem gegenüber gibt es eben, was ich vorhin ja schon sagte, das ist ein aktiver Willensentscheid, dass wir uns verweigern. Also ich bekomme ja auch alle möglichen solche Newsletter. Ja, jetzt mit dem Prinz Charles oder wer da gestorben ist. Ja, was waren die letzten Worte und lauter solche Sachen. Natürlich, das ist interessant. Oh, hast du das schon gehört? Das ist aber interessant, gell? Das habe ich nur in so einem geheimen Newsletter nur für Eingeweihte gelesen. Seine letzten Worte waren, ja, irgendwas, dass wir dem widerstehen, dass wir sagen, was interessiert mich das? Oder eben, wenn Sie es die Schlagzeilen in der Zeitung angucken, ja, verrückter Ehemann erschlägt Ehefrau und macht dann Selbstmord und lauter solche Sachen. Dass wir da wirklich sagen, interessiert mich nicht. Ja? Und das wäre so der übergeordnete Gedanke noch einmal, dass wir uns absondern vom Getriebe dieser Welt. Fällt mir gerade ein, dieses wunderschöne Gedicht von Eduard Mürke, glaube ich, war
war das, ja. Tief im Walde saß ich und der Welt vergaß ich, die nie mein gedacht. Mich in mich versenkt ich und mein Sinnen lenkt ich in des Daseins Schacht. Welt, ich dein Vergessen, erst dich recht besessen, hab ich fern von dir. Draußen im Gewirre kann man werden irre, Welt an sich und dir. Fern von deinem Rauschen kann ich dich belauschen in mir selber hier. Also wenn wir weiterkommen wollen, was man heute als Erwachen nennt, ja, Erleuchtung nennt, dann werden wir das eben fern von der Welt, in der Stille, in der Absonderung, in der Einsamkeit und nicht im Getriebe der Welt haben, ja. Also dich erst recht besessen, fern von dir. Also das ist das Geheimnis. Überhaupt alle esoterische Literatur, wenn Sie die auf die Quintessenz herunterbrechen wollen, dann werden Sie sehen, es ist immer dasselbe. Wir müssen weg, die Gedanken müssen wegfokussiert werden von dem Ziel, was wir erreichen, sondern was wir erreichen wollen, sondern wir müssen in die Stille gehen, wir müssen uns entbrechen sozusagen der Welt und dann kommt sie freiwillig hinter uns her. Das ist das Geheimnis in wenigen Worten. Ganz schönes Zitat. Ich habe diese Frage des Geistes, dessen, was wir denken, extra aufgeworfen, weil ich persönlich daran glaube, dass wir mit unserem Denken auch schöpferisch tätig sind. Ich glaube daran. Und wenn wir natürlich sehr destruktive Gedanken haben, ängstliche Gedanken haben, dann ziehen wir das ja alles noch rein ins Leben und wir werden das auch ernten, was wir selbst gesät haben. Und das ist ja das Paradoxe, auch jetzt mit dieser Zwangsimpfung, die ja dauernd uns angedroht wird. Je mehr die Menschen sich davon gefangen nehmen lassen, und zwar eben auf rationaler Ebene, auf gedanklicher Ebene, umso mehr produzieren sie das. Wir schaffen das durch unsere Gedanken. Da kann man wieder, vor 1000 Jahren ist das geschrieben worden, die Yoga-Aphorismen des Patanjali. Also wer daran interessiert, hat ein ganz dünnes Büchlein. Und der erste Aphorismus lautet gleich: Vorstellung schafft Wirklichkeit. Je mehr wir dauernd uns das mit diesen Gedanken martern, uns marten lassen, umso schneller und gewisser werden genau diese Ängste dann materialisiert. Aber das sind wir selber, das kommt nicht von außen. Wir selber sind die Übeltäter. Aber genau das sagen Sie, wo so weise sind, Sie wissen das, Sie haben das selbst erlebt, erfahren. Ich glaube das auch. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass ich schöpferisch tätig bin. Aber das ist etwas, was meiner Erachtens eigentlich schon in der Schule gelehrt werden müsste, wie man richtig denkt, damit man eigentlich nicht in diesen destruktiven Zyklus mit einbezogen wird, oder? Ja. Ja, es geht ja um meine Gesundheit. Das ist ja genau der Trick. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch die Zwangsbeschulung, damit wir gar nicht merken. Oder später dann auf eigene Faust müssen wir dem hinterherforschen, dass wir uns da befreien aus dieser Falle, möchte man fast sagen. Aber um das noch vielleicht zu präzisieren, das ist ja genau das Geniale, was ich jetzt nach vielen Jahren der Forschung, gerade mit diesen Passiflorin und mit den anderen Inhaltsbestandteilen eben entwickeln durfte. Das ist ein Kombinationspräparat. Das sind eigentlich zwei Präparate. Das eine heißt Relax, also Englisch, wir müssen heute alles Englisch machen, früher war Griechisch und Latein, heute haben wir Englisch, also Relax-Day, also ein für den Tag über. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente, das heißt Relax-Night, also die Nacht auf Englisch. Und da ist dann das Melatonin drin. Das Melatonin ist auch, da gibt es unendlich viele Studien. Ich bin gerade dabei, den Film zusammenzustellen, in dem dann die einzelnen wissenschaftlichen Studien genauestens nochmal dargestellt werden. Wir haben ja unzählige Schrittmacher. Der eine wichtigste ist ja da oben die sogenannte Zirbeldrüse. Also wir haben oben vorne die Hypophyse, hinten haben wir die Epiphyse oder Zirbeldrüse genannt. Und diese Zirbeldrüse ist der Schrittmacher, der Hauptschrittmacher für den Tag. Wachrhythmus. Und dann gibt es aber auch noch unzählige andere Schrittmacher in den verschiedenen inneren Organen, in den Lungen, im Herzen, im Magen-Darm-Kanal. Und die werden synchronisiert durch das Melatonin. Und damit kommen wir zu einem gesunden Schlaf-Wachrhythmus. Und das wissen wir heute auch aus der Psychoneuroimmunologie, dass dann eben das Immunsystem auch deutlich besser arbeitet, wenn unsere Zeit-Taktgeber, dieser Nacht-Rhythmus, wenn der wieder harmonisiert wird. Mhm. Also da ist in einem Rundum-Paket, in einigen wenigen Produkten, in einigen wenigen pflanzlichen, nicht abhängig machenden
nicht zu suchtverleitenden Inhaltsbestandteilen mhm. haben wir das. Das war ja für mich damals vor 40 Jahren auch die, oder über 40 Jahren, das, was mich ja wirklich getroffen hat damals. Und zwar die vielen Frauen, meistens sind ja die Frauen, die Männer sind ja abgestumpft, wenn die da ihren Hopfen haben und oder ein Vinum, da sind wir schon zufrieden. Die Frauen ja eher nicht, die denken nach und dann kriegen die da eben ihre Depression. Und die werden ja dann immer gleich ruhig gestellt mit diesen ganzen schrecklichen Psychopharmaka. Und wenn man das dann mal erlebt, wie diese Frauen schon nach wenigen Wochen, nach 2, 3 Wochen, sind die schon abhängig. Die kommen kaum noch davon los. Ja, das ist wirklich entsetzlich, wie sie dann eben verzweifelt versuchen, sich zu befreien. Und das ist nur das Geniale an dieser Apotheke Gottes, dass da keinerlei Abhängigkeit, keine psychischen und noch weniger irgendwelche körperlichen, ja. organischen Abhängigkeiten auftreten. Kein Wunder, war Melatonin jahrzehntelang auch verboten in ja. Europa. Man musste ja dann die synthetischen Hormone nehmen, um hier zu agieren, die wieder von der Pharmazie gekommen sind. Ich hatte kürzlich eine Sendung gemacht, das sage ich gleich gerade Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal, geben Sie dort Melatonin ein. Der Dr. Volker Schmiedl hat über Melatonin zum Beispiel auch noch viele Studien zitiert, die mit Melatonin in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel, wissen Sie das, Brustkrebs und Melatonin. Es ist ja ein Hammer, oder? Also alles eigentlich. Und zwar, das hängt einmal mit diesem zirkadianen Rhythmus zusammen, denn das Immunsystem, genau wie alle anderen endokrinen Organe, die arbeiten ja eben tagesrhythmisch. Mhm. Und wenn wir uns mit diesem, so wie ein Surfer, der muss die Welle erwischen. Wenn er die Welle nicht erwischt, dann hilft ihm seine ganze Kunst nicht. Und genauso müssen wir auch unsere inneren Uhren abstimmen auf diesen Biorhythmus. Mhm. Und wenn wir den erwischen, dann haben wir wirklich ein powervolles, kräftiges Immunsystem mhm. und können wirklich vorwärts gehen. Das mhm. ist eben das Wunderschöne. Mhm. Und dann gibt es auch ganz neue Forschungen. Übrigens, es ist jetzt erst vor wenigen Monaten, ich glaube im September, Oktober letzten Jahres, kam dann auch zu Melatonin und auch bei dem Passiflorin konnte man das auch nachweisen. Das ist ein ganz, die sind ganz stark antibiotisch wirksam. Nebenbei merkt vielleicht so als kleine Schmankerl fragen, also an unsere Zuschauer auch, fragen Sie mal Ihren Doktor, das wissen nämlich die meisten gar nicht. Die ganzen Psychopharmaka sind in allererster Linie ganz starke Antibiotika. Warum? Das sind eben parasitäre Erkrankungen des Zentralnervensystems und deswegen brauchen wir eine antibiotische Abdeckung. Nur Antibiotikum kriegen Sie ein paar Pfennige und die Psychopharmaka, die kosten ja nun mal richtiges Geld. Aber es ist diese antibiotische Aktivität und gerade bei dem Passiflorin und auch beim Melatonin konnte man nachweisen, also diese Antibiotika waren ja getestet an den einzelnen Bakterien, die sogenannte Planktonform. Aber in Tat und Wahrheit akkumulieren ja die ganzen Mikroorganismen. Das ist also so wie ein Ameisenhaufen oder so wie ein Bienenschwarm oder so wie wir Menschen. Wir sind auch eine Ansammlung von unzähligen Zellen. Übrigens 99,9% aller Zellen sind nicht menschlicher Natur, wenn man so will. Eine hochspannende philosophische Frage. Wir unterhalten uns jetzt. Ja, ich sage, grüß Gott, Herr Glock, wie geht's, wie steht's? Aber ich sehe hier 99,9% sehe ich da irgendwelche Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Ja. Und dennoch sind sie für mich der Herr Glock, hochspannend. So, und diese ganzen, gerade die, auch, aber auch die Melisse, aber mehr noch eben die Passiflorin konnte man nachweisen, die brechen diese sogenannte Biofilme, also die Mikroorganismen organisieren sich hinter Biofilmen und zwar immer als eine Gesamtheit. So wie ein Bienenschwarm, den man kaum einfangen kann, weil da so viele Einzelwesen sind. Und das ist nun das Geniale an dem Passiflorin und auch beim Melatonin konnte man das nachweisen, dass eben diese Panzerung, dieser Biofilm, der sie unverwundbar macht, diese Mikroorganismen, dass der aufgebrochen wird und dann kann unser Immunsystem viel einfacher mit den einzelnen Plankton-Mikroorganismen fertig werden. Mhm. Also aus vielen Richtungen kann man sagen, ist tatsächlich diese, da kann man wirklich mit Jean-Jacques Rousseau sagen, Retour à la nature, Rückkehr zur Natur, das Gebot der Stunde, möchte man fast sagen. Ja. Diese 99,8% Viren, Bakterien und Pilze, die sich jetzt gerade gegenseitig austauschen,
Die philosophische Frage können wir natürlich noch weitermachen. Wer redet hier, wer fühlt hier, wer denkt hier überhaupt? Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Ich weiß. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Wir wissen gar nichts. Zurück zu diesem Produkt oder Produkt, diese Kombination von Melisse, Hopfen, Pensionsblume zusammen mit Melatonin. Das macht für mich ja auch total Sinn. Das ist heute auch zugelassen. Das ist zugelassen als Nahrungsergänzungsmittel, hergestellt von der Firma Tellomit. Ja. Und da haben wir also fantastische Rückmeldungen, weil da eben auch diese seelische Komponente angesprochen wird. Das ist ja da auch wieder der Hauptfehler der normalen Medizin, dass wir nur dieses Klappergestell, was sowieso in ein paar Jahren entsorgt werden wird, im Auge, im Fokus haben. Und hier haben wir tatsächlich, man merkt das auch, wenn man selber dieses Produkt nimmt, gerade Passiflorin gibt es schon seit, es gibt etwa 4 Medikamente, auch zugelassene Medikamente mit Passiflorin, das merken die Leute. Also ich habe eine fantastische, vielleicht darf ich das noch zum Schluss erwähnen, das war jetzt vor einigen Jahren, eine 75 Jahre alte Patientin, lebenslang seit Kindheit hat die eben starke Antiepileptika nehmen müssen, weil sie Epilepsie hatte. Und dann kam sie zu mir, da war sie etwa 75, und dann haben wir sie umgestellt auf Passiflorin. Und das war ganz beglückend. Die Frau, die konnte jetzt zum ersten Mal, die wollte dann auch umziehen, die war eben behindert, die war abhängig, weil sie dauernd so stark gedämpft wurde durch diese ganzen Antiepileptika, das war gar keine Lebensqualität mehr. Und dann konnte sie die Medikamente weglassen und nur mit dem Passiflorin, natürlich auch mit meiner Umstellung der Ernährung, Rohkosttherapie, Darmsanierung, Entgiftung, Detox mit den Algen, also ein ganzes Paket, das ist dann überhaupt, was wir auch schon mal besprochen haben, dass die ganze Philosophie der Firma Tellomit ist ja, das ist ein in sich geschlossenes multifaktorelles System, so wie ein Puzzle. Wenn Sie alle Puzzlesteinchen zusammensetzen, haben Sie ein wunderschönes Bild. Es geht also nicht nur darum, Geld zu verdienen, hier habe ich ein Präparat und da gibt es auch noch dies, sondern nein, das ist ein in sich geschlossenes, wunderbares Paket. Und diese Dame mit 75, die war mit Tränen in den Augen, die ist dann umgezogen irgendwo anders an der Küste in Altersheim, was sie vorher nie machen konnte, weil sie halt eben so stark behindert war durch diese starken Medikamente. Und alleine dann eben durch dieses andere, mit diesem Passiflorin, ist sie wunderbar ins Gleichgewicht gekommen. Echt großartig, ja, super. Noch eine abschließende Frage. Beim Melatonin weiß man ja auch, bei Schlafproblemen wirkt es ja auch. Wäre das auch gleich von der Dosis her eigentlich stimulierend genug, den Menschen besser in den Schlaf zu wiegen? Natürlich, also es ist ja immer so. Das sehen Sie ja bei Jod, das sehen Sie bei vielen Hormonen, beim Vitamin D, wenn Sie ja auch schon Interviews gemacht haben. Man muss die Dosis so niedrig setzen, oder auch wenn Sie jetzt dann diese Studie, nicht Dr. Klinkert hat das ja auch in einem Ihrer Vorträge dann erwähnt, man muss das dann eben so gestalten, das Studiendesign, dass die Wirkung, die versprochene Wirkung nicht eintritt. Ja, und, genau. Und dasselbe ist ja, ja auch bei dem Melatonin. Ah, ja. Das ist jetzt also bei Nahrungsergänzungsmitteln auf 1 Milligramm von den Behörden hingesetzt worden und bei den Arzneimitteln sind 3 Milligramm erlaubt. Ah, okay. Aber da muss man halt experimentieren. Ja. Wenn Sie vielleicht 10 Milligramm nehmen, dann merken Sie ja, Donnerwetter, ich habe ja ganz fantastische sogenannte pharmakodynamische Wirkungen, also eine ganz andere Art der Wirkung, wo Sie sofort merken, also ich bin nicht abhängig, ich bin nicht irgendwie high, das ist alles in Ordnung, aber tatsächlich lege ich mich ins Bett und ich schlafe ein wie ein Kind in Abrahams Schoß. Ich danke ganz herzlich, lieber Herr Probst. Ich muss vielleicht noch etwas korrigieren für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich müssen wir uns an die Dosierungen der Nahrungsergänzungsmittel halten. Und wenn Sie natürlich höhere Dosierungen machen wollen, sprechen Sie es bitte mit Ihrem Arzt auch kurz ab. Ich spreche mit einem Arzt, der kann das ganz gut sagen. Aber wir Amateure, Laien, sollten das bitte mit einem Arzt besprechen. Danke ganz herzlich, lieber Herr Probst, auch für diese doch sehr interessante Sendung, Depressionen und Ängste. Wir haben gelernt, dass es wirklich von der Natur heraus Geschenke gibt, die unseren Seelenschutz stärken. Und wenn wir einen tiefen Seelenschutz haben und dann auch noch versuchen, viel mehr zur Ruhe zu kommen, das heißt, diese Berieselungen von außen ein bisschen weglassen,
dann haben wir auch eine geistige Fokussierung auf uns selbst zusammen mit dem Seelenschutz und haben da den naturheilkundlichen Weg, die Depression oder die Ängste gut in den Griff zu kriegen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und Ihnen danke ich nochmals ganz herzlich für diese Erläuterungen aus über 40 Jahren Arzterfahrungen. Diese Essenz heute zu präsentieren, ist schon eine coole Sache. Also, alles Gute, Herr Probst. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.